Wir sind jetzt am Rio, wie ihr sehen könnt. Austragungsort der WSOP im Penn & Teller Theater läuft gerade der Final Table Heads Up zwischen dem Pius und Martin Staschko. War ganz witzig, wir waren drin und haben es uns angeschaut. Und ja, war eine coole Atmosphäre, definitiv. Waren mit insgesamt jetzt 6 Mann da. Ich kann ja gerade mal, ne, die Kamera rumdrehen geht nicht. Deswegen bleibe ich jetzt weiter und gebe euch ein bisschen weiter auf den Blick und gebe euch ein bisschen Panorama. Fangen wir vielleicht mal hier hinten an. Und erzählen ein bisschen weiter. Also war auf jeden Fall eine geile Atmosphäre, hat Spaß gemacht, kurz zuzuschauen. Und wir waren mit 6 Mann vor Ort, 7 Mann sogar. Ja, und jetzt stehe ich hier auf dem Parkplatz, warte auf den Edge Reaper, denn wir müssen unseren nächsten Coach hier abholen, der jetzt am Flughafen auf uns wartet. Einer der Nachzügler. Und ich stehe jetzt hier auf einem Parkplatz, der eigentlich abgesperrt ist, lustigerweise. Wir sind mehrere Absperrungen umfahren und sind aber trotzdem reingekommen. Hier hinten seht ihr den Stratosphere Tower, ganz am Ende. Ist wahrscheinlich ein bisschen unscharf jetzt durch die schlechten Lichtverhältnisse. Trump Tower, Wynn, Encore, Treasure Island, Mirage. Da hinten seht ihr das Palazzo. Hinter dem Mirage, was man jetzt nicht sieht, ist das Venetian, Harris. Jetzt kommt auch Caesars Palace, natürlich ganz groß. Bellagio. Und ja, da ist dann City Center. Und da hinten, Tropicana sieht man natürlich nicht. Ist aber auch eine kleine... Kleines Hotel. Und ja, so sah es aus. Was haben wir sonst noch heute gemacht? Wir waren natürlich schon zum zweiten Mal bei N'Out Burger. Das konnten wir uns hier entgehen lassen. Ich habe auch gerade schon meine erste Pokerhand gespielt. Ich drehe jetzt mal gerade rum. Dann könnt ihr mich vielleicht auch noch sehen. Ich hoffe, es ist so okay. Hier bin ich. Habe meine erste Pokerhand gespielt, gerade eben im Rio Cash Game 1-3. Und ja, ich drehe mich mal gerade rum mit Rio, ist ein cooleres Panorama. Oder nee, noch besser, ich drehe mich mit Strip View rum. Ich weiß jetzt nicht, wie es aussieht, mal deswegen weiß ich nicht, ob es was wird, aber vielleicht wird es ja was. 1-3 haben wir gespielt, Ecke und einer unserer Coaches, Fabian, mit am Tisch. Ich habe nur ein paar Hände gespielt, weil ich mich jetzt mit Sascha getroffen habe, um zum Flughafen zu fahren. Aber habe auch schon einen Pot gewonnen und bin ein bisschen was vor auf die ersten 10 Minuten Poker hier in Vegas. 24 Stunden sind wir schon hier, mehr als 24 Stunden und ich habe gerade mal die ersten 10 Minuten gespielt. Ja, ihr merkt schon, alles ein bisschen durcheinander hier. Ich habe keine Struktur in meinem Videoblog. Das wird wahrscheinlich auch weiterhin so bleiben. Deswegen habe ich mich auch für die Videoblog-Version entschieden, weil es einfach ein bisschen zu zeitintensiv und aufwendig ist, ja, das alles aufzuschreiben und die Bilder dazu zu machen und so weiter. Deswegen dachte ich mir, bewegt mich ein bisschen und zeige euch noch ein bisschen Hintergrundatmosphäre. Ich hoffe, das funktioniert auch, so wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, das war's jetzt. Mir fällt mir auch gerade nicht ein. Wir werden gleich eine Nachtsession einlegen. Es ist gerade hier Ortszeit 8 Uhr. Heads up zwischen Heinz und Kollege Stasko läuft noch. Sah wohl ziemlich even aus, als ich gerade gegangen bin. Kann ich nichts zu sagen. Mal gucken, wie es ausgeht. Wir machen eine Nachtsession gleich. Hier ist es auch recht kalt, übrigens recht kühl. Würde man so schätzen, zwischen 16 und 18 Grad. Also definitiv nicht gerade warm. In der Sonne ist es schön warm, auf jeden Fall. Das ist okay. Ja, und mehr fällt mir jetzt gerade nicht ein. Deswegen mache ich jetzt einfach Ende und hoffe, dass der Edge Reaper jetzt gleich mal kommt und ich hier nicht länger rumstehen muss. Also, bis zum nächsten Eintrag. Dann hoffentlich mal vielleicht auch in einer Gruppe und mit ein bisschen Content. Live-Poker-Content. Bis dahin, macht's gut.